15 Jahre Voltage, 15 Jahre geballte Energie. Die bekannte AC/DC Tribute Band gab im Stadttheater ihr Jubiläumskonzert. Rappelvoll war das Foyer, gut 500 Besucher kamen, mehr Platz war nicht, ausverkauft. Das Publikum bunt gemischt, von jung bis jung geblieben. Die fünf Musiker rockten, was das Zeug hielt, alles perfekt gecovert im AC/DC-Sound. Dermaßen nah am Original, dass man sich fast einen Besuch bei den Echten sparen könnte. Ja, stimmt, hast du recht. Ja, es gibt ja keins mehr jetzt. Richtiges wahrscheinlich. Darum bin ich ja da. Passt. Ich kenne die Leute alle. Und ich gehe fast jedes Konzert. Das ist einfach eine prima Geschichte und die sind so authentisch, es wird immer besser. Super, bin begeistert, das war Landsberg, hervorragend. Die Band ist das einzig wahre, adäquate Gegenstück zu AC/DC Live. Die dürfen das. Die Band ist einwandfrei, die spielt original AC/DC nach. Und der Sänger schaut verdammt nochmal sehr ähnlich aus wie... Ja, eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Brian Johnson und Sänger Christian Schweikart alias Goodman ist durchaus da. Der AC/DC-Stil passt auf jeden Fall. Und auch Peter Hampel als Angus Young macht eine verdammt gute Figur. Spürt, die fünf Jungs haben einen Riesenspaß, das Publikum zu rocken. Und das macht gerne mit. Über 2 Stunden hat das Konzert gedauert, vom Anfang bis zum Schluss höchste Power. 25 AC/DC-Songs von Voltage kraftvoll zelebriert bei allerbester Club-Atmosphäre im Foyer des Stadttheaters. Circa 10 Konzerte gibt es von Voltage jährlich zu sehen. Laut Sänger Goodman soll es auch nicht viel mehr werden. Schaden täte es aber nicht. Potenzial, mehr Hallen zu füllen, hätte diese Band mit Sicherheit.